Dann sage ich Ihnen ein herzliches Willkommen heute Abend hier in Heuport. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und möchte mich auch ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie sozusagen den Abend hier ein Stück weit mit uns verbringen und nicht vielleicht irgendwo im Biergarten oder auch im Garten zu Hause. Ich halte das Thema Krisenmanagement für Unternehmen oder Unternehmer für hochinteressant. Wenn man nach Krisenmanagement oder das Wort mal hinterfragt, wie kann eigentlich ein Unternehmen in eine Krise geraten oder was sind eigentlich die Parameter, weshalb man überhaupt in der Krise drin ist, dann ist es ja meistens immer wieder die Tatsache, dass man einfach keine Liquidität mehr hat. Es gibt noch viele andere tausend Ursachen, weshalb man in eine Krise geraten kann und was die Symptome auch einer Krise sind. Aber so Liquidität ist immer so ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich mal gelernt und ich war ganz erstaunt, welche Möglichkeiten sich da eigentlich bieten, wieder auf ganz legale und vernünftige, nachvollziehbare Art und Weise an Liquidität heranzukommen. Ohne dass man eigentlich das sachliche Grundgeschäft dabei vernachlässigt. Jetzt möchte ich gar nicht sehr viel mehr dazu ausführen. Ich glaube, das kann der Herr Bayer sehr viel besser. Ich möchte Sie, lieber Herr Bayer, ganz herzlich bei uns begrüßen. Herr Bayer ist Diplomkaufmann, er ist Wirtschaftsprüfer und auch Steuerberater bei der Felix in Nürnberg. Wir haben uns vor einigen Monaten kennengelernt und auch schätzen gelernt und hatten dann gleich die Idee geboren, dann machen wir mal was. Und das wollen wir heute Abend tun. Insofern herzlich willkommen, lieber Herr Bayer, und ich darf an Sie übergeben. Und ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen. Und wir haben auch beide angesprochen gerade, wenn es Fragen gibt, selbstverständlich jederzeit und gerne. Im Anschluss daran möchten wir Sie natürlich ganz gerne einladen zu einem Dienst. Und ja, wünsche uns jetzt sozusagen eine schöne informative Veranstaltung. Vielen Dank.